Und damit herzlich hallo zurück zu Assassin's Creed 3, das mich heute aus irgendeinem Grund mit permanenten Frame-Einbrüchen nerven will. Ich dachte eben, der freundliche, oh, es wird wahrscheinlich am Steam-Overlay liegen, aber nö. Auch mit Steam-Overlay war er gerade im Ladescreen und meinte, genau sowas tun zu müssen. Alter. Machen mich nicht lächerlich hier, also dich vor allem nicht. Kann ja nicht angehen. Die ganze Zeit über spielt er das Spiel relativ links hier problemlos. Und jetzt fängt er hier an zu mucken, oder was? Er weiß ganz genau, dass ich einen Plan habe, sonst würde er sich nicht so widersetzen, der Penner. So. Ich habe mich informiert. Sieh einer an. Wenn man es weiß... Na komm, jetzt geh auf den scheiß Ast da. Na, geht doch. Ne, ich habe mich nochmal informiert, wie man denn am besten auf diese Bäume klettert. Und offenbar habe ich es irgendwie mal richtig, mal falsch gemacht. Und naja, im Endeffekt... Wupp, wupp. Hier rauf. Da hoch. So, kann man hier schon synchronisieren? Meh. Kann man noch nicht. Kommt man da rauf? Mach mich nicht wahnsinnig. Ich will doch nur sinken. Aber offenbar habe ich jetzt schon wieder ein Problem, da hinten auf den Ast drauf zu kommen. Ne, doch nicht. So. So, jetzt aber. Noch immer nicht. Jetzt haben wir es. Geh doch. So, wo war der andere Aussichtspunkt? Nein, war überhaupt nicht peinlich, da Stunden dran zu sitzen. Wieso sind die da? Was wollen die von mir? Die sollen abhauen, die Pisser. So, hier war der Baum, ne? Der andere. Ach, weißt du was? Hallo Leute, ist eine neue Aufnahme. Was bedeutet, ich muss mir nochmal zurechtmachen, wie man hier überhaupt kämpft. Weil ich sehe gerade überhaupt nicht. War ja klar. So, Herr Gillette. Aua, das hat dezent wehgetan, aber nur so ein bisschen, weißt du? Finde ich übrigens toll, wie die gerade einfach mal so nach sonst wo gehen. Kommt gefälligst zu mir, ihr Penner. Glaubt ihr etwa, ihr seid sicher vor mir? Wow. Warte, warte, wenn er am Boden liegt, töten. War's das? Das war's. Dann sollte ich jetzt möglichst schnell hier looten, bis das Spiel auf die Idee kommt, mir eine neue Patrouille entgegenzuschicken. Du hättest doch auch die Wurfpfeile benutzen. Ja, hätte ich können. Scheiße. Ich bin ja mal weg. Ich habe gerade keinen Bock auf einen weiteren Kampf. Oder? Es ist nur einer. Das war sein Pech. So, merkt euch, ne? Wenn ihr unterwegs seid, in Dings... Im damaligen Amerika solltet ihr nicht alleine auf der Straße sein. So, wir kriegen jetzt diese verdammte Action-Cam wieder aus. Ah. So. Okay. Die mache ich also aus Versehen an, wenn ich versuche zu rennen. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. So, wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich schon? 2200 sonst wie. Damit kann man schon was machen, glaube ich. Also sich zumindest mal ein anständiges Schwert kaufen.
Wobei er wahrscheinlich bei seiner Axt bleiben will. Dann kann man sich wenigstens eine zweite Pistole kaufen. Eigentlich habe ich mir schon haufenweise Ausrüstung gekauft. Aber da ja die DLC-Politik irgendwie bescheuert ist, bringt mir das nichts. Ich sag ja du. Wahrscheinlich endet es damit, dass ich mir das Spiel nochmal kaufe. Ein drittes Mal. Ist das echt ein Kilometer weit weg, dass der... Oh, nö. Tut mir jetzt ein bisschen leid für euch, aber... Hi, Kumpel! Ja, Mann. Weißt du, jetzt nehme ich hier extra wieder mit Fraps auf, weil gestern bei der Minecraft-Aufnahme das Spiel so gespackt hat. Und jetzt spackt das hier auch rum. So, ich gehe fort vom Fort. Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ob wir da hinten jemals waren. Uch, was soll's. Siehst du, klappt doch alles. Wunderprächtig. Troy's Woods. Wer ist denn dieser Troy? Ist er mit LeVar Burton durch die Gegend gefahren? Ihr rennt alle so, als würdet ihr euch töten wollen. Das war letzte Aufnahme. In dieser Aufnahme bin ich noch relativ entspannt. Glaube ich. Doch, müsste eigentlich. Bisher hatte ich am Anfang nur ein paar Ruckler, aber ich glaube, mittlerweile hat sich der Rechner gefangen und weiß wieder, wer hier der Boss ist. Nee, mache ich mir nichts vor, das weiß er nicht, aber... Ja, siehst du, schon fängt an rumzumachen. Ich habe nichts gesagt. Verstehe ich aber nicht, das Spiel ist wie alt? Ein paar Jahre. Vier. Das wirst du ja wohl hinkriegen, möchte gern Superrechner. Ja, nee. Müsste aber zu neu sein, um Spider-Man 3 spielen zu können. Na egal. Was ich übrigens super finde in dem Spiel, ist dieser Mangel an Musik. Da kommt es einem immer so totenstill vor, wenn man gerade mal nichts sagt. Das ist zwar an sich für die Atmo des Spiels vielleicht ganz geil, wenn man das alleine spielt, aber so ein Let's Play ist irgendwie, da fehlt was. Ey, und dann wieder zurückrennen den ganzen Weg. Wenigstens geht das dann so langsam in die Richtung der Story, die ich ja mal langsam weiterverfolgen wollen würde. Weil, wo sind wir jetzt bei Folge 33 und... Ja, das Spiel hat gerade erst mal angefangen. Ich meine, das sage ich jetzt zwar immer so dahin, aber eigentlich stimmt es ja gar nicht. Das Spiel ist ja schon Kapitel 5 oder so von 14? Ich habe keine Ahnung. Und das war's mit Rock Raccoon. Die Einleitung ist halt nur sehr, sehr ausgedehnt. Ist aber auch wichtig für die Story. Das Problem ist nur, dass man, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, dann sitzt man da und wartet und wartet und wartet und will eigentlich nur, dass es endlich mal anfängt loszugehen, dass man seine Robe kriegt und einfach irgendwem in die Fresse hauen kann. Und nicht stundenlang durchs Tutorial gezogen wird. Ich meine, das ist jetzt die vierte Aufgabe, Aufnahme und ja. Ja, ja. Ich erinnere mich. Kühe, wir sind richtig. Ich würde sie so gern abschlachten. Einfach nur, weil sie mir im Weg sind und mich nerven die ganze Zeit. Das ist ein Spiel, da darf ich das. Dazu dieses blöde Gemurre die ganze Zeit. Wie irgendein grenzdebiles Rindvieh. Ich meine, sind sie ja auch grenzdebile Rindviecher, aber muss ja trotzdem nicht sein. So, hier oben war der Adlerkram, ne? Jupp. Na dann, da will man sich mal umdrehen und dann sowas. Sünke, Connor, Sünke. Baumkönig.
Ich sehe einen Wasserfall. Na endlich. So, das hat mich jetzt letztens so um alles Mögliche gebracht, ja, um den Verstand. Wie blöd. Da ist eine Feder, die ist auf dem Weg zum nächsten Aussichtspunkt. Das ist gut, dann nehme ich sie nämlich gleich mit. Vorausgesetzt, ich komme da überhaupt ran. Mistvieh. Pack der Wölfe habe ich mir übrigens mittlerweile mal angesehen. Da meinte ich ja irgendwie, ich glaube in Aufnahme 2, dass ich mich gerade so daran erinnert fühlte. Ist immer noch gut, der Film. Teilweise ein bisschen seltsam und irgendwann erinnert man sich an den... an die ganze Auflösung des Ganzen, wenn man irgendwann mal gesehen hat, aber ansonsten... Ist erstaunlich, wie viele Filme man so vergisst über die Zeit. Ich meine, ich kann bis heute die Indiana Jones Filme nicht auswendig. Glaube ich. Oder? Ich glaube, den ersten am wenigsten. Der dritte lief aus irgendeinem Grund ständig im Fernsehen. Von daher kann ich den, glaube ich, ganz gut. Und den vierten, naja. Da habe ich so viele miese Reviews von gesehen. Den kenne ich mittlerweile. Aber auch der Film hat sein Gutes. Sonst hätten wir heute kein Product Review Intro Bombe. Ja, ja. Das war ja Sinn der Reviews, zu zeigen, dass jeder Film irgendwie was Gutes hat und nicht komplett scheiße ist. Bis ich irgendwann mal über den stolper, der komplett scheiße ist. Ich plane da ja gerade was. Also vieles. Immer. Ständig. Boah, Hinweis analysieren. Ich würde gerne die Blumen pflücken und dann irgendwann weitergehen. Warum geht denn das nicht? In Minecraft geht das. Wobei in Minecraft geht, das sollte jetzt vielleicht kein Paradebeispiel sein. Kein Referenzmodell, wie sagt man denn dazu? Vergessen. Wem es einfällt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wie oft muss so eine Brücke eigentlich neu gebaut werden? Ich meine, das Holz rottet doch super schnell dahin. Sind die Eltern in Beetlejuice nicht auch über so eine Brücke gefahren und dann hatten sie ein Problem? Ich glaube ja. Ihr wollt nicht sterben, deswegen gehe ich mal außen lang, ja? So, mal gucken, wo die Feder jetzt versteckt ist. Wahrscheinlich in irgendeinem Ort, wo ich überhaupt nicht rankomme. Hä? Ach, da oben in einem Baum oder wie? Ja, na dann, wenn es weiter nichts ist. Ach, wie praktisch. Es ist so gleich sogar gleich ein Hebel dran. Das ist ein Hebel, eine Leiter. Also ein Baum, den man als Leiter missbrauchen kann. Zip. Und wuh. Boing. So, jetzt mal kurz gucken. Ich Idiot hätte, als ich da hinten war, gleich mal diesen Schatz hier bergen können. Scheiße. Na egal. Ich weiß gar nicht mehr, war das hier oder war das in Assassin's Creed 4? Wo man dann so cool Schatzsuchen machen konnte. Ich meine, klar, Schatzsuche an sich kann man machen, aber... coole Schatzsuche ist anders. Also, wo ich die ganzen Schatzkarten eingesammelt habe in Assassin's Creed 4 und dann ewig durch die Gegend gezogen bin und versucht habe, diesen Ort zu finden, der da eingezeichnet ist, bis ich irgendwann mal auf den Punkt gekommen bin, dass da ja Koordinaten eingezeichnet sind. Dann bin ich da hingesegelt, ne? Von Karte zu Karte. Übers Meer. Endlos. Ich frage mich ja, ob ich das auch machen werde in dem Let's Play. Also, auf jeden Fall... Ich glaube, ich würde es nach Assassin's Creed 3 mal eine kurze Schaffenspause geben, was die Assassin's Creed Let's Plays angeht. Bin mir nur nicht sicher, nach welchem Assassin's Creed 3. Ob nach dem hier oder ob nach Liberations, weil ich brauche mal eine Pause von Assassin's Creed danach.
Zumal wir auch die erste Story sozusagen abgeschlossen haben. Wie weit die zweite sich mittlerweile entwickelt hat, weiß ich gar nicht. Hat sie sich entwickelt? Werden wir sehen. Doink, doink. Na komm. Flop. Ich sagte Flop. Also, hallo? So. Wie war denn das jetzt? Hierauf. Darauf. Sync. Wenn man es weiß, ist es einfach, ne? So viele Bäume, die man hier besteigen muss. Können wir nicht wieder in irgendwelche Berge gehen? Da war cooler. Wenn da oben noch gegen so einen Puma kämpfst. Nicht immer nur der Kram hier. So, da ist wieder eine Feder. Meins. Wahrscheinlich direkt da oben auf dem Farmhaus drauf, ne? Naja, so ähnlich. Hey! So haben wir aber nicht gewettet, Kumpel. Besser. Zip. Was hat der Bursche da? Nichts, nichts. Ich bin gar nicht da. Ignoriere mich einfach nur gekonnt. Da ist vielleicht noch eine Feder. Mensch. Auf den habe ich ein Auge. Ach, auf mich müsst ihr kein Auge haben, Leute. Ich muss jetzt schnell weg. Sie könnten mich kriegen. Ich muss weg. Ich habe keine Zeit. Die Frage ist, mache ich dann was anderes anstelle von Assassin's Creed? Weiß ich nicht. Dragon Ball Xenoverse müsste ich eigentlich mal spielen. Also den zweiten Teil. Problem ist nur, dass ich gerade kein Geld für sowas habe. Und wir sowieso schon 5 Let's Play-Folgen am Tag haben. Also irgendwo ist auch mal gut, ne?